Warum dieser Hund so hilflos wirkte, ist unglaublich. Eine Spaziergängerin sah einen Hund auf einem Feld. Da er hilflos und einsam wirkte, rief sie die Tierschützerinnen vom Daiyasuzu Animal Rescue Team. Als diese bei dem Feld eintrafen, war ihnen schlagartig klar, warum die Hündin so hilflos wirkte. Die verzweifelte Hundemutter hatte gerade geworfen und musste sich ganz alleine um ihre Welpen kümmern. Sie schien völlig überfordert und war komplett schutzlos der Kälte ausgeliefert. Da die Tierschützerinnen in ihrem eigenen Tierheim leider keinen Platz mehr hatten, mussten sie sich etwas einfallen lassen. Sie brachten die Hundemama mit ihren Babys für eine Nacht auf dem Balkon eines verlassenen Hauses unter und versuchten in der Zwischenzeit einen Platz in einem anderen Pflegeheim zu finden. Als sie am nächsten Morgen kamen, um die Hunde in ihr zwischenzeitliches Pflegeheim zu bringen, stiegen die Tiere bereitwillig in die Transportbox. Dort bekamen sie von den Tierschützerinnen eine eingerichtete Hundehütte, in der sich die Fellnasen wohlfühlen konnten. Auf Facebook schrieb das Team, dass sie die Hundemama Claire getauft haben und ihr dabei helfen werden, ihre Welpen großzuziehen und ein Zuhause für sie zu finden, wenn es soweit ist.